Ja, ich möchte als allererstes mit Ihnen mal reinschauen in das Thema, was ist Führung überhaupt? Wenn wir den Duden fragen, wenn wir schauen, wie wird Führung definiert, dann heißt es so viel wie jemanden leiten, jemanden führen. Ja, und bei mir fängt immer das Thema Führung erstmal bei der Selbstführung an. Selbstführung ist für mich eines der wichtigsten zentralen Themen überhaupt. Und Sie sehen alle Mann, die auch keine Teammitglieder zurzeit haben, das Webinar ist genauso auch für Sie geeignet. Weil wenn ich mich nicht selbst führen kann, habe ich auch Schwierigkeiten, ein Team zu führen. Und da gehen wir jetzt auch schon mal zum zweiten Punkt, nämlich die Teamführung. Und ein Team fängt immer bei einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin an. Apropos Gendern, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich aufgrund des Redeflusses heute nicht immer gender. Ich bin der Meinung, dass die Damen, die alle anwesend sind, so super und stark sind. Wir brauchen das gar nicht, das Gendern. Ich nenne mich auch nach wie vor noch Business Coach und hoffe, dass Sie da Verständnis haben. Ja, was ist Führung in meiner Welt? Wann ist Führung erfolgreich? Ich habe eine Formel, die heißt Reflexion plus Weiterentwicklung gleich Erfolg. Und damit meine ich sowohl die Selbstführung als auch die Teamführung. Nur wenn wir selbst reflektieren und uns permanent weiterentwickeln, und das geht wirklich bis ins ja, honore Alter, werden wir Erfolg haben. Und ja, Sie wissen, Führungsstile gibt es jede Menge. Ja, ich habe gar nicht alle aufgeführt. Und viele Seminare werden zu diesen Themen besucht. Für mich ist der Führungsstil gut, der individuell zur Persönlichkeit passt. Und wie entsteht überhaupt die Persönlichkeit? Es beschäftigen sich ja sehr, sehr viele Menschen mit diesem Thema Persönlichkeit. Ich habe meine Ansätze gelernt an der Universität in Lüneburg, an der Leuphana-Universität. Dort wurde ich weitergebildet und zertifiziert zum Link Personality Profiler. Das ist ein Persönlichkeitsanalyse-Tool. Und daraufhin habe ich mich sehr stark mit dem Thema Persönlichkeit beschäftigt. Und meine Auszüge, wenn ich über Persönlichkeit spreche, haben dort ihren Ursprung. Also, wann bildet sich Persönlichkeit? Ganz klar im frühesten, in der frühesten Kindheit. Und wir haben ja auf der einen Seite angeborene Merkmale, die uns prägen. Und wir haben natürlich auch viele Dinge, die wir über Lernen, über die Umwelt erfahren, die wir beigebracht bekommen und natürlich auch diverse Erfahrungen, die wir machen. Und ja, je älter wir werden, desto mehr stabilisiert sich unsere Persönlichkeit im Laufe der Jahre. Es gibt allerdings Dinge, die sind veränderbar. Und das ist das umfeldbedingte Verhalten. Das ist veränderbar. Natürlich können wir ja Verhaltensprozesse verändern und wir können auch unsere Kompetenzen ändern. Einzige Voraussetzung dafür, dass das möglich ist, ist, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir ändern wollen und dranbleiben. Und daran scheitert es eben sehr häufig. Ja, und wir wollen ja heute uns Dinge bewusst machen und dann hoffe ich, dass sie dranbleiben. Und das Fundament von Führung ist ganz klar die Selbstreflexion. Und ich empfehle Sie und lade Sie ein, dass Sie sich Papier und Stift zur Hand nehmen, weil wenn ich jetzt so durch den Vortrag durchgehe, werden immer mal wieder Dinge von mir angetickert, sagen wir immer so schön in der Welt der Coaches. Oder wenn ich Ihnen Fragen stelle, kommen ganz, ja, ganz spontan Impulse in Ihnen vor und die schreiben Sie sich am besten einfach mal auf. Und ich empfehle Ihnen, wenn dann die Aufzeichnung zur Verfügung steht und die Unterlagen, dass Sie sich nochmal richtig Zeit nehmen, weil am liebsten würde ich jetzt eine Woche mit Ihnen durcharbeiten, um wirklich richtig tief reinzugehen in dieses spannende Thema. Ja, wir starten mit der ersten Übung. Bitte denken Sie mal an eine richtige, gute, für Sie gute, erfolgreiche Führungspersönlichkeit. Wie kommuniziert sie? Wie verhält sie sich? Wie wirkt sie und wie führt sie? Ich halte jetzt eine Minute den Schnabel und Sie reflektieren mal für sich.
Wenn wir jetzt mal alle Ergebnisse nebeneinander, ja, an eine große Wäscheleine aufhängen würden und probieren, die Persönlichkeiten zuzuordnen, dann würden wir schnell feststellen, dass es komplett unterschiedliche Persönlichkeiten gibt und es wird auch ein paar Ähnlichkeiten geben. Und weil das Thema sehr komplex ist, habe ich mir heute für Sie zwei bekannte Führungspersönlichkeiten, die ich kenne, aus einem Unternehmen geschnappt und habe anonym Ihnen diese beiden im Vergleich hier mal auf einen Blick dargestellt. Beides sind wirkliche Kapitäne und beide sind fachkompetent, berufserfahren, zielorientiert und verantwortungsbewusst. Und wenn wir mal A und B jetzt vergleichen, dann schauen wir mal, wie verhält sich, wie kommuniziert, wie denkt A. A denkt eher erst nach und spricht dann leise, was er denkt. B redet beim Denken. Ja, da kommt richtig viel raus immer und spricht normal bis laut. Wenn wir uns dann nochmal A anschauen, nutzt wenig Worte, B dagegen viele. Wir könnten auch sagen, A, wenn wir an Besprechungen denken, an Teambesprechungen denken, ist eher der, die zurückhaltende bis stille. Und B hat einen ziemlich hohen Redeanteil, ist durchsetzungsstark bei Besprechungen und hat eine Meinung. Ja, allein hier sehen wir schon, wie unterschiedlich die beiden sind. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. A ist ein sehr guter Zuhörer und B ein guter Redner. Wir haben bei A eher den Menschen, der Typ im Hintergrund oder die Typin. Und er delegiert seine Aufgaben. Ja, also er macht nicht alles selbst, sondern gibt aus der Hand. B ist dagegen sehr raumfüllend, immer mittendrin. Und wenn er mittendrin ist, spricht es auch dafür, dass er auch viel kontrolliert. Wir wollen mal weitergehen und schauen. A ist strukturiert und diszipliniert von seiner eigenen Arbeitsweise. B dagegen flexibel und spontan. Und A legt Wert auf Bewährtes. B ist dagegen oder hat immer Lust auf Neues. Ja, also so eine, kann auch immer viel wechseln. Ne? Also es kann heute so sein und morgen so. A ist eher nach innen orientiert. Was meine ich damit? A zieht mehr die Motivation aus sich, also zieht sich eher mal zurück, hat die Bürotür zu, weil er in dem Moment eben auch mal wieder zu sich kommen möchte, Kraft schöpft, Gedanken spielen lässt. B dagegen sitzt am liebsten im Großraumbüro mittendrin. Ja, vielleicht haben Sie sich hier an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. Machen Sie sich mal Notizen, was trifft auf Ihr Führungsverhalten zu? Und das wird mit Sicherheit auch ein Mix aus A und B sein, weil das sind ja wirklich nur zwei extreme Beispiele. Schauen Sie mal für sich, was Sie hier in dem Bereich für sich erkannt haben. Ich habe ja gesagt, ich arbeite mit beiden. Und es ist so, dass beide erfolgreich sind. Jeder auf seine Art und Weise. Und ich habe in der Einladung ja geschrieben, was macht uns Führung eher leicht und was macht uns Führung eher schwer? Also was steht uns im Weg? Und das wollen wir uns bei den beiden mal ganz konkret anschauen. Ja, wenn wir mal schauen, was macht A das Führen leichter? Das ist einmal der Punkt, dass er erstmal nachdenkt, bevor er spricht. Ja, ganz klar ein Vorteil. Er ist ein guter Zuhörer. Und was erreicht er sie dadurch bei den Mitarbeitern im Team? Er erreicht, dass er einmal eine Wertschätzung schon allein nur durchs Ohr, durchs Zuhören seinem Team gibt. Und dass er natürlich auch alles mitbekommt, was gesagt wird. Weil er eben in dem Moment, wo ein anderer spricht, bei dem anderen ist und nicht bei sich. Er delegiert Aufgaben
Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie, ja, dass gar nicht so viele Führungskräfte Aufgaben delegieren, weil ganz häufig der Satz kommt, ach, ich mache es schnell lieber selbst. Und dieser Führungspersönlichkeit A hat das total im Griff und kann Aufgaben super delegieren. Unsere Führungskraft A hat noch einen ganz, ganz großen Vorteil. Sie ist strukturiert und diszipliniert und deswegen kontrolliert er sie auch, sein Team, und bleibt dran an den delegierten Aufgaben. Wir werfen jetzt mal einen Blick zu B. Welche Stärken und was macht das Führen für B leichter? Ganz klar, ein guter Redner. Ja, das ist ein Mensch, der begeistern kann. Der nimmt sein Team mit und kann das Team auch wesentlich schneller von Dingen überzeugen. Er ist mittendrin und kontrolliert. Das heißt, er weiß immer, was Sache ist. Ja? Hat also gar keine Unklarheiten in seinem Team, sondern weiß, wie gesagt, was in den einzelnen Prozessen, in den einzelnen Projekten passiert, weil er ist ja auch so ein Hopper durch die Flexibilität und seine Spontanität. Das Team schätzt ihn auch für die Flexibilität und Spontanität, weil dadurch natürlich auch neue Ideen immer mal eingebracht werden können und auch umgesetzt werden. Ja, und er ist nach außen orientiert. Und wenn Sie selber zu den außenorientierten Menschen gehören, dann wissen Sie, Sie sind ein Kontakter, ein Netzwerker. Sie lieben es, mit Menschen zusammen zu sein und zu schnattern, auch wenn Sie vielleicht schon 10 Stunden im Büro oder in der Firma gewesen sind, haben Sie Lust, abends noch auf ein Glas Bier auszugehen. Ja? Also da ist ein Kontaktdraht da. Ja, und allein wenn wir uns diese beiden Punkte anschauen, also diese beiden jetzt, können wir nicht sagen, welche Führungskraft besser ist als die andere. Beide haben auch Punkte, die ihnen eher im Wege stehen. Und bei A ist es ganz klar das leise und wenige Wort, weil dadurch wird A manchmal auch nicht gehört. Ja? Und dadurch, dass sich die Person eben auch als sehr zurückhaltend verhält und eher still, kann auch schnell der Eindruck entstehen beim Team, diejenige interessiert sich nicht für uns, derjenige ist vielleicht auch ein bisschen ja, besser als wir, also eine leichte Arroganz kann da auch zustande kommen. Was kann noch passieren, dass das Team sich nicht gesehen fühlt? Wenn wir dann weitergehen bei dem Mensch im Hintergrund und nach innen orientiert, das sind ja auch zwei Punkte, die sehr eng miteinander verknüpft sind, ist auch die Gefahr, dass symbolisch die verschlossene Tür sich die Menschen auch nicht trauen, die Führungskraft anzusprechen. Da kann die Führungskraft noch so oft sagen, ihr dürft immer reinkommen, aber es ist eine leichte Hürde. Und nach innen orientiert bedeutet eben auch, derjenige kann immer ein bisschen außen vor wirken, aufs Team. Es geht hier immer nur um Wirkung. B, wie wirkt B? Was steht B im Weg? Durch sein Reden und Denken parallel haut er natürlich auch manchmal Dinge raus, die besser nicht gesagt werden. Ja? Die Lautstärke, die vielen Worte, der hohe Redeanteil und das Durchsetzungsstarke, das führt natürlich auch manchmal zu Druck. Und wenn Mitarbeiter so etwas spüren, dann ziehen sie sich eben auch eher zurück und werden auch immer leiser. Und ich höre dann von der Führungskraft B, das Team sagt gar nichts. Ne? Und haben wir da schon mal eine Ursache gefunden. Dadurch, dass der Mensch eben auch raumfüllend ist, ist er natürlich auch schon eine gewisse Dominanz, ein gewisses Selbstbewusstsein ist da, ja, was auf der einen Seite sehr positiv ist, aber vom Team im Teamverhalten manchmal auch negativ empfunden werden kann. So, was machen wir jetzt damit? Das sind ja zwei erfolgreiche Führungskräfte. Und beide haben ein total unterschiedliches Team. Also in sich ist jedes Team von den Persönlichkeiten gemischt. Wir haben A-Typen, wir haben B-Typen. Es gibt natürlich auch noch C, D, E, F, G. Also wir haben eine unglaubliche Vielfalt im Team. Und wenn natürlich ein eher ruhigerer Führungsmensch einen eher ruhigeren Mitarbeiter um sich herum hat, der wird immer sagen, wow, es macht so viel Spaß mit meinem Vorgesetzten, Chef zu arbeiten, da habe ich richtig Spaß. Wenn dagegen jemand ist, der eben auch Wechsel lebt, ja, der könnte dann auch eher sehr stark in Geduld geübt werden. Ja, und diese Vielfalt im Team,
die wollen wir natürlich auch nutzen für die Lösung. Und ich habe Ihnen mal die Werkzeuge mitgebracht, die diese beiden Führungstypen von mir als Empfehlung bekommen und natürlich auch alle anderen Mischungen. Und zwar empfehle ich auch Ihnen, gehen Sie immer im ersten Schritt in die Selbstreflexion. Und Selbstreflexion kann ganz banal sein. Ja, also schnappen Sie sich einen Block, wenn Sie jemand sind, der sich gerne bewegt, und gehen Sie raus in die Natur. Bewegen Sie sich, lassen Sie Ihre Gedanken spielen und überlegen Sie, wo bin ich gut, was mache ich gut in meiner Art der Führung und woran sollte ich noch arbeiten? Wo stoße ich auch immer wieder an Grenzen? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Und das schreiben Sie beim Spazierengehen auf einen Block. Genauso gut können Sie sich auch in die Natur setzen. Die gleiche Variante, nur eben die ruhigere Version. Dann gibt es natürlich auch als Alternative immer die Möglichkeit, sich einen Coach zu suchen und natürlich auch eine Persönlichkeitsanalyse machen zu lassen. Es gibt einen ganz, ganz großen bunten Blumenstrauß an Persönlichkeitswerkzeugen. Sie kennen bestimmt auch schon das eine oder andere. Ich bin, wie gesagt, ein großer Freund vom Link Personality Profiler, weil es für mich das wissenschaftlich fundierte Werkzeug ist und einfach in 36 Seiten einem Menschen einen Einblick in seine eigene Persönlichkeit gibt. Und als ich ihn vor 7, 8 Jahren gemacht habe, war ich selber überrascht. Ich dachte, eine Drohne wäre hier bei mir gegeistert und hätte alles mitbekommen, wie toll auch die Empfehlung und auch die, das Ergebnis war dessen, was ich auch rausnehmen konnte. Also ich habe viel auch nochmal über mich gelernt und glauben Sie mir, als Coach ist man ziemlich durchgecoacht. Ja? Der zweite Schritt, den ich den beiden Kapitänen und auch Ihnen empfehle, ist, wenn Sie Schritt 1 gemacht haben, gehen Sie im Schritt 2 in einen Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. Wie kann der aussehen? Sie schnappen sich Ihren Lieblingsmenschen aus dem Privatbereich und gehen mit dieser Person einmal durch, wie Sie sich selber sehen. Dann bekommen Sie wieder eine Rückmeldung, also über Feedback holen Sie sich ein, wie Sie auf den Lieblingsmenschen wirken. Schauen Sie, dass Sie Kollegen, Kolleginnen in Ihrem Umfeld haben, die vielleicht eine ähnliche Tätigkeit machen wie Sie. Auch da empfehle ich Ihnen, in diesen Selbstbild-Fremdbild-Abgleich zu gehen. Und ich empfehle Ihnen auch noch einen Schritt weiter zu gehen, und zwar in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie selber noch weitere Geschäftsführer haben, die Ihre Chefs sind, Chefinnen sind, dann gehen Sie gerne mit Ihnen in ein Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. Aber genauso können Sie auch mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Selbstbild-Fremdbild-Abgleich gehen. Und hier höre ich oftmals Skepsis. Da sage ich immer, machen Sie es bitte. Also es kommt ja immer darauf an, wie baue ich es auf? Und wenn Sie sich dafür diese 2 oder 3 Fragen notieren, ja, was ist gut in unserer Zusammenarbeit? Was schätzen Sie in unserer Zusammenarbeit? Das wäre die eine Frage. Die andere Seite wiederum, was finden Sie nicht so gut in unserer Zusammenarbeit und was wünschen Sie sich für unsere Zusammenarbeit? Dann bekommen Sie wundervolle Antworten von Ihrem Team und eben auch von allen anderen. Ja, apropos Selbstreflexion und Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es ganz toll ist, wenn man entweder Fragen vorbereitet oder was Sie auch machen können, ist, dass Sie sich einen Leitfaden entwickeln. Ich habe Ihnen einen Leitfaden zu den Top-Kompetenzen für Führungspersönlichkeiten heute mitgebracht. Er entsteht auch aus dem LPP. Und zwar sind dort die Top-Kompetenzen auf der einen Seite, dass es wichtig ist, das große Ganze zu sehen und dann natürlich auch immer den Überblick zu behalten als Führungskraft. Planen und kommunizieren gehört ganz klar dazu. Und die Eigeninitiative, dann natürlich auch das Verantwortungsbewusstsein, die Zielstrebigkeit und ganz wichtig, die Veränderungskompetenz. Ja, also die Veränderungsbereitschaft sollte immer ganz, ganz wichtige Basis sein, auch von einer Führungskraft. Ja, das selbstständige Denken gehört genauso wie ein sicherer Auftritt dazu. Und natürlich bei einem Mitarbeiter und mehr ist das Thema Teamfähigkeit wichtig, genauso wie die Überzeugungskraft, das Überzeugungsvermögen und die Entscheidungsfreude.
Ja, und was fehlt hier auf dieser Seite? Ganz klar die Konfliktkompetenz, weil wenn wir ein Team führen, ja, kommt es zu Konflikten. Also es wäre ja Träumerei, wenn immer alles glatt geht. Und meine Meinung ist auch, Konflikte sind gut im Team, weil durch diese Konflikte decken wir Dinge auf, die im Argen liegen, wo wir einfach auch dran arbeiten können, uns alle gemeinsam auch dran weiterentwickeln können. Und wenn wir nicht in diesen Reflexionsprozess kommen, dann bleibt ja auch alles wie gehabt und wir entwickeln uns nicht weiter. Wenn Sie jetzt nur mal diese Seite nochmal mit A und B, mit unseren beiden Kapitänen im Blick behalten, möchte ich Ihnen hier nochmal gerne ein Beispiel sagen. Diese Kompetenzen gelten ja für alle Führungspersönlichkeiten jetzt in meiner Welt. Und wenn wir jetzt nur mal schauen beim zweiten Punkt, planen und kommunizieren, da haben wir zwei Punkte, wo A, ja, ein sehr guter Planer ist durch seine Struktur, durch seine Disziplin und B, durch seine Art und sein gutes Reden super kommunizieren kann. Ja, und wir sehen hier, ja, es ist beides auf zwei Menschen verteilt. Und ich gehe dann so ran mit den Teilnehmern, dass wir schauen, bei allem, was die Persönlichkeit A mit sich bringt, wie kann Persönlichkeit A das lernen, so zu kommunizieren, dass es wirklich zu ihm passt und nicht ein Gerüst, was übergestülpt wird und was für alle gilt, sondern wirklich individuell dann nur für A. Und das Gleiche bei unserem kleinen Chaoten, ja, bei B, wie kriegen wir das in den Griff mit dem Planen? Ja, das ist das Nächste. Und auch da schauen wir, dass es wirklich genau zu seiner Persönlichkeitsstruktur passt. Ich möchte Ihnen gerne noch ein Beispiel aus meiner Coaching-Vergangenheit erzählen zu genau dieser Seite. Ich hatte ein Unternehmer-Ehepaar, die ja, viele Jahre lang schon nebeneinander, ich sage es bewusst, weil sie zwei sehr unterschiedliche Rollen hatten im Unternehmen, ein Unternehmen geführt haben. Und als ich die beiden kennenlernte, war sie in dem Fall sehr, sehr zurückhaltend, also absolut wie A. Und er war wie B. Ja? Und die beiden hatten natürlich auch miteinander als Unternehmerpaar viele Konflikte. Und haben dann irgendwann gesagt, so, wir wollen dran arbeiten und wir wollen gerne etwas optimieren in unserem Verhalten miteinander. Und jetzt ist was ganz Spannendes passiert. Durch den Weiterentwicklungsprozess hat sie ein absolut souveränes, selbstsicheres Auftreten bekommen. Also es war wirklich wie eine Knospe, die aufgegangen ist, ja, und eine tolle Blüte geworden ist. Und ist heute die Unternehmerin, die das Schiff wirklich führt. Und er hat gemerkt, dass er zwar die von der Persönlichkeitsstruktur B ist, aber es ihn im Grunde genommen total angestrengt hat, immer, ja, der Kasper zu sein, immer der Motivator zu sein, derjenige, der immer alle mit antreibt. Ja, er hat zwar vom Grundsatz die ganzen Persönlichkeitsmerkmale von B, aber er hat auch einen ganz hohen Anteil, dass er seine Motivation und seine Kraft von innen heraus bekommt. Und das ist spannend, was dann bei solchen Dingen, wenn wir uns etwas intensiver mit dem Thema Persönlichkeit beschäftigen, aufploppen kann. Ja, also das war mal ein Beispiel. Ich bitte Sie jetzt, Stift und Papier zu nehmen und hier mal auf diese Seite zu gucken. Ja, was sind denn die Kompetenzen, wo Sie sagen, die sind richtig gut bei mir vertreten, da bin ich fit, das mache ich richtig gut. Und gucken Sie auch mal, ob da eine Kompetenz bei ist, wo Sie sagen, oh, die packe ich ab morgen mal ganz bewusst an.
Okay. Dann wollen wir mal einen Schritt weitergehen. Wenn Sie in der Selbstreflexion waren, wenn Sie vielleicht eine Coaching, eine Persönlichkeitsanalyse gemacht haben, ein Selbstbild-Fremdbild-Abgleich in Ihrem Umfeld veranstaltet haben, ja, dann kommt der dritte Schritt, die Umsetzung im Alltag. Wenn ich mich mit Führungspersönlichkeiten unterhalte, dann habe ich immer wieder die Rückmeldung, dass sie sagen, jo, Schritt 1 haben wir gemacht, Schritt 2 haben wir auch gemacht. Aber dann scheitert es häufig in der Umsetzung im Alltag. Vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so. Mir auch im Übrigen. Also das heißt nicht, weil ich Coach bin, dass ich immer alles gleich umsetze. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann ist auch spannend, mal zu gucken, woran das liegt. Auch da heißt es wieder zu schauen, waren meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe, nicht zu mir als Persönlichkeit passend. Ja? Wenn irgendjemand mir erzählt, dass es toll ist, sich Post-its an den Bildschirm zu kleben, aber ich das gruselig finde, ja, dann wird es kein guter Reminder für mich sein. Und ich nehme besonders, also ganz bestimmt jetzt mal so ein banales Beispiel. Wenn mir jemand sagt, du musst einmal die Woche mit allen im Team zusammensitzen und eine Teambesprechung machen, ich aber eher die Persönlichkeit A bin, dann wird mich das so stressen und mein innerer Schweinehund wird irgendwann sagen, nein, danke, ja, das passt nicht zu mir und dann höre ich ganz auf, diese Dinge umzusetzen. Und deswegen ist es immer bei allem, was wir umsetzen wollen aus dem Alltag, wichtig zu gucken, dass es, wie gesagt, auf mich und meine Persönlichkeit passt. Und apropos Impulse, Umsetzung im Alltag, da möchte ich mit Ihnen jetzt gerne in die Praxis gehen. In den ganz normalen Alltag. Ich weiß, dass Sie aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen heute zugeschaltet sind und ja auch unterschiedliche Größen der Teams haben. Und das ist einfach wichtig, da auch nochmal zu gucken, wie passen diese Tipps, die jetzt für den Alltag kommen, auch zu unserem Unternehmen, auch zu unserer Unternehmensstruktur. Und starten wir mal mit dem ersten Impuls. Sowohl der Persönlichkeit A als auch der Persönlichkeit B, und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es gibt viel, viel mehr Führungspersönlichkeiten, das hätte heute nur den Rahmen gesprengt, empfehle ich, eine Momentaufnahme mit dem Team zu machen. Wenn eine ganz neue Führungskraft eine Führungsposition bekommt, dann empfehle ich diese Momentaufnahme so circa, ja, nach 3 Monaten des Kennenlernens zu machen. Wenn Sie aber Ihr Team schon im Bestand haben und schon führen, dann können Sie jederzeit diese Momentaufnahme machen. Wie kann die aussehen? Ich fange mal an, ganz gezielt bei der Persönlichkeit B. Persönlichkeit B ist ja spontan und flexibel. Derjenige kann sagen, ich lade mein Team zum Tag X ein und ich nehme mir 3, 4 Fragen mit zu unserer Zusammenarbeit, zu unserer Abteilung, zu unserem Unternehmen und lasse das Team in kleinen Gruppen diese Fragen beantworten und sie stellen mir dann die Ergebnisse vor. Die Persönlichkeit B kann ja mit dieser Flexibilität ganz gut um. Für A wäre das Stress pur. Und da sage ich dann, machen Sie die Umfrage vorher schriftlich. Ja, lassen Sie sich die Antworten der Mitarbeiter entweder anonym zukommen oder eben auch ja, mit dem Namen. Und dann hat die Führungskraft A die Möglichkeit, sich mit den Antworten auseinanderzusetzen und auch schon mal zu strukturieren und einen Fahrplan zu machen. Also da sehen Sie, wie unterschiedlich dann die Umsetzung sein kann. Was meine ich mit der Momentaufnahme? Mit der Momentaufnahme meine ich zum Beispiel, was läuft gut bei uns, entweder im Team, im Unternehmen, was läuft gut bei unseren Projekten und auf der anderen Seite, was können wir anders machen? Ja? Was sich daraus immer sehr schön entwickeln lässt, ist der nächste Schritt, was haben wir für Ziele für die Zukunft? Einmal als Team, aber dann natürlich auch jeder Einzelne. Und was meine ich mit dranbleiben? Mit dranbleiben ist eine Wiederholung dieser Veranstaltung gemeint. Und da kann es durchaus sein, dass die Persönlichkeit B, die ja der Kontakter ist,
einmal die Woche ab dann sich für 10 bis 15 Minuten mit seinem Team für dieses Projekt nochmal zusammensetzt. Und die Persönlichkeit A, die eher nach innen orientiert ist, da wird es dann eben nur einmal im Monat sein. Und beides ist in Ordnung, wenn beide diese Regelmäßigkeit haben in der Umsetzung. Ja, was empfehle ich Ihnen noch für die Praxis? Ich empfehle Ihnen, Inselgespräche zu führen. Inselgespräche, was ist das? Die Vera F. Birkenbiel, eine ganz fantastische Trainerin und Autorin, hat das Inselmodell in die Welt gerufen und hatte die Idee, dass jeder Mensch auf seiner eigenen Insel sitzt. Und ich finde diese Vorstellung einfach wundervoll. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teilnehmer wir gerade haben, aber es war vorhin mal im Raum 67. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir 67 Inseln schippern auf der Ostsee herum. Und wo so jeder auf seiner Insel ist, ja, da haben wir alles, was uns auszeichnet als Mensch, alles, was wir mögen, alles, was wir nicht mögen, unsere ja, Stärken, aber auch unsere Macken und Ecken und Kanten. Und wenn so zwei Inseln aneinander vorbeischippern, dann wissen wir ja noch nicht viel von der Insel unseres Gegenübers. Und um seine Insel zu erkunden, ist es wichtig, eine Brücke zu bauen in Form von offenen Fragen. Und so kann ich sagen, hey, was ist los auf deiner Insel? Ich kann auch sagen, was mögen sie nicht? Ich kann auch sagen, wohin geht der Weg? Ja, also ich kann den Dialog nutzen und kann mir Informationen von der Insel meines Gegenübers ziehen über offene W-Fragen. Und nichts anderes mache ich bei den Teammitgliedern. Ich habe vor 2 Jahren nach dem ersten Lockdown mit den Unternehmen, die dran geblieben sind an Führungskräfte-Trainings, ganz stark das Thema Inselgespräche gepusht in den Unternehmen. Wir haben Mitarbeitergespräche, also Beurteilungsgespräche, komplett eingestellt und haben gesagt, jede Führungskraft führt mit seinen Mitarbeitern, also mit jeder einzelnen Person, so bei 5 Mitarbeitern, 6 bis 10 wird dann schon schwieriger, einmal die Woche, einmal im Monat ein Inselgespräch. Und da geht es wirklich darum, wie fühlst du dich? Was ist los aktuell? Ja, wie geht es voran auch mit den Projekten? Das sind sehr allgemeine Fragen, aber ich sehe, wie ist der Stimmungspegel meines Gegenübers? Und wir haben einfach seit 2 Jahren ziemlich viel Unruhe und wir gucken den Menschen ja meistens nur vor den Kopf und wissen gar nicht, was ist alles los, was bewegt die Menschen. Und die Inselgespräche haben wirklich dazu geführt, dass letztendlich die Unternehmen auch sehr erfolgreich in der Kundenkommunikation waren und im Kundenkontakt waren, weil die Mitarbeiter das Gefühl hatten, die Führungskräfte sind ein Anker für mich und die Führung, die ist einfach da für mich. Und dafür sind die Inselgespräche unglaublich wertvoll. Schauen wir uns mal den nächsten Punkt an. Upsala. So, natürlich gehört auch ein regelmäßiges Feedback dazu. Und mit Feedback meine ich gar nicht immer große Mitarbeitergespräche. Jedes kleine Feedback, was wir bekommen können zwischendurch, tut uns gut. Und wenn ich mit Mitarbeiterinnen ins Coaching gehe, wo dann auch mal das Thema, ja, wie ist denn die Führungskraft so aufkommt, dann höre ich ganz oft, auch wissen Sie was, es wäre echt schön, wenn man nur mal weiß, woran man ist. Wir wollen ja gar nicht immer nur gelobt werden, aber wir wollen mal wissen, wo wir stehen. Und dafür ist das regelmäßige Feedback ein wertvolles Instrument. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Führungskräfte keine Erwartungen schriftlich für sich an das Team formuliert haben. Und dann starte ich im Coaching direkt damit, dass ich sage, bitte notieren Sie sich alle Erwartungen, die Sie entweder ans gesamte Team haben oder auch an die einzelnen Teammitglieder und definieren Sie dann Ziele, die Sie mit Ihrem Team haben. Und dann heißt es natürlich auch teilen. Und diese Erwartungsseite, die Zieleseite ist so eine wichtige Basis, um eben auch im Alltag dann das Feedback geben zu können und um auch gemeinsam zu wachsen. Das gute Arbeitsklima, das entsteht durch Wertschätzung. Und
Ich weiß, wenn ich manchmal ganztägige Seminare nur übers Loben und Motivieren gebe, dass das manchmal auf viele Fragezeichen stößt. Mein Ansatz ist, es kann gar nicht genug gelobt werden. Und damit meine ich nicht das oberflächliche Allerweltslob und ich meine auch nicht das Chakra, um das mal so zu sagen, ja? Sondern ich meine echte Lobe, die Hand und Fuß haben, die individuell auf den Menschen zugeschnitten sind und die ihn auch in seiner Entwicklung weiterbringen. Und dann entsteht Wertschätzung. Genauso wertschätzend ist aber auch, wenn ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin einen Tipp gebe zur Weiterentwicklung, damit derjenige auch sieht, was er noch alles so bewuppen kann. Optimale Arbeitsbedingungen, das ist der Punkt, der besonders interessant geworden ist in den letzten 2 Jahren. Einige Unternehmen haben auf Homeoffice umgestellt, nehmen den Homeoffice-Bereich jetzt wieder zurück. Warum, frage ich mich manchmal. Weil es gibt Mitarbeiter A, ja, der fühlt sich wesentlich wohler im Homeoffice und arbeitet meistens mehr, als er muss. Und Mitarbeiter B fühlt sich sowieso in der Firma viel wohler. Ja? Natürlich gibt es Projekte, wo alle an Bord sein müssen und wo alle gemeinsam sind. Hier wünsche ich mir manchmal, dass die Arbeitsbedingungen noch ein bisschen mehr in den Unternehmen optimiert werden und auch auf die Persönlichkeiten zugeschnitten werden. Ich mache Ihnen nochmal ein Beispiel. Ich habe eine Mannschaft, wo mehrere Schreibtische in einem Raum sind. Und sitzt dort aber ein Mensch, der wirklich das Bedürfnis hat, auch für sich zu sein und dann wesentlich effektiver ist. Natürlich können Sie jetzt sagen, wenn die räumlichen Gegebenheiten nicht da sind, gar keine Frage, dann gibt es keine Lösung. Aber manchmal gibt es ja schon allein durch einen Raumteiler oder durch ein bisschen Umpositionieren der Tische die Möglichkeit, jemandem dann eben auch ein etwas ja ruhigeres Umfeld für sich zu schaffen. Kompetenzen individuell weiterentwickeln. Genauso wie Sie Ihre individuelle Persönlichkeit haben, haben es die Mitarbeiter auch. Und was ich immer ganz großartig finde, wenn wir es schaffen, die Menschen richtig einzusetzen. Also ne, nicht zu sagen, alle müssen den und den Prozess können, sondern zu sehen, okay, der hat dort seine Stärken, der hat dort seine Schwächen. Schauen wir, dass wir es wie ein Puzzle im Team lösen, dass sie sich auch alle gegenseitig wunderbar unterstützen. Und für Sie gilt dann natürlich im Alltag, seien Sie ein Vorbild über die Selbstreflexion. Ja, das ist ganz schön viel, oder? Was so als Führung alles erwartet wird und wichtig ist. Haben wir da noch was vergessen? Ich möchte gerne nochmal mit Ihnen definieren, was Motivation ist. Motivation in der Psychologie ist die Gesamtheit der Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung oder Ähnliches beeinflussen, zu einer Handlungsweise anregen. Boah, Hammer, oder? Ja. Und wenn ich mir das so anschaue, bin ich jetzt neugierig. Und da geht bitte jeder nochmal in die Selbstreflexion. Haben Sie sich mal gefragt, was Sie motiviert zu führen? Wir kommen hier gerade zur allerwichtigsten Frage vom heutigen Abend. Was motiviert Sie zu führen? Was treibt Sie an zu führen? Ist es, weil Sie das Unternehmen geerbt haben? Ist es, weil Sie einfach so in die Position hineingeschlittert sind? Ist es das Geld? Das schicke Auto? Ist es das schönere Büro? Ich sage es mal bewusst in diesen Punkten. Oder ist es ein lang ersehnter Traum? Ist es der Wunsch nach Verantwortung? Ist es der Wunsch, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, die Lust und Freude, andere Menschen weiterzuentwickeln? Gehen Sie mal für sich in die Reflexion. Was treibt Sie aktuell an zu führen, wenn Sie noch keine Führungskraft sind? Warum möchten Sie gerne führen? Und dann habe ich noch eine zweite Frage mitgebracht. Und die ist ganz klar, wollen Sie überhaupt führen? Weil auch das ist mal spannend, sich anzuschauen. Manchmal
ist es so, dass wir in einer Projektrolle uns wesentlich wohler fühlen. Dann haben wir auch Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber eben nicht diese Rolle der Führungskraft oder der Führungspersönlichkeit. Und die Frage, will ich führen und was treibt sie an zu führen, die möchte ich Ihnen heute gerne mit in den Feierabend geben. Und ganz zum Schluss möchte ich natürlich noch auf die Frage eingehen, können alle führen? Und da lautet meine Frage ganz klar nein. Warum lautet meine Frage ganz klar nein? Weil genau das, was wir hier alle gerade vor uns sehen, fehlt ganz vielen Führungskräften. Ich habe viele junge, also nochmal nicht nur vom Alter jung, sondern auch neue Führungskräfte bei mir im Einzelcoaching. Und wenn ich diese Frage stelle, und die kommt ziemlich am Anfang, was treibt sie an zu führen und wollen sie führen, dann kommen viele auch erstmal richtig ins Nachdenken. Und manchmal kriege ich auch die Antwort, es war immer mein Traum. Aber jetzt im Moment merke ich, boah, dass es so anstrengend ist für mich, dass das Anstrengende das Schöne ganz klar überwiegt. Manchmal habe ich aber auch diesen Effekt, dass diese Führungspersönlichkeiten dann sagen, also noch ist es mir nicht so klar, aber lassen Sie uns mal loslegen, vielleicht wird es mir klarer. Und wenn dann passende Werkzeuge an Bord sind, blühen auch diese Führungskräfte wieder auf. Also diese beiden Fragen möchte ich Ihnen heute Abend nochmal mitgeben. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuhören, wünsche Ihnen, dass Sie ja immer fleißig das Steuerrad in die Hand nehmen und auf Ihre Turns gut vorbereitet sind und da eben auch immer erstmal in die Selbstreflexion gehen und in die Selbstführung gehen und dann Ihre Erfahrung auf Ihr Team und auf alle anderen Führungskräfte, Persönlichkeiten übertragen. Ich stoppe jetzt meine Freigabe und übergebe wieder an Herrn Kenser. Liebe Frau Kuhnke, ganz, ganz herzlichen Dank, auch im Namen all unserer Gäste an Sie für die, wie soll ich sagen, zumindest mich sehr zum Nachdenken bringenden Ausführungen. Ich habe mich an einigen Stellen sehr ertappt gefühlt und wir hatten ja unsere Gäste gebeten, auftretende Fragestellungen und so weiter im Chat zu sammeln. Wenn ich in den Chat gucke, dann ist zumindest auf der offiziellen Seite gar nichts zu finden. Das heißt, offensichtlich haben unsere Gäste nichts aufgeschrieben, sondern haben vielleicht die ein oder andere Frage jetzt spontan an Sie. Und dazu möchte ich Sie, liebe Gäste, einfach herzlich einladen, wenn dem so ist. Lassen Sie uns jetzt in den Austausch kommen. Noch ist Frau Kuhnke hier und steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Herr Küster, vielen Dank für die Initiative. Die Bühne ist Ihre. Sie sind noch stumm. So, jetzt nicht mehr. Ich habe mir vorhin eine Frage. Ist es positiv, dass man eine längere Zeit bei der Bundeswehr war oder sehen Sie das eher als negativ? Oh, das finde ich eine wunderbare Frage, Herr Küster, weil die kommt tatsächlich ganz, ganz häufig. Auch wenn neue Führungskräfte eingestellt werden, werde ich da um Rat gefragt. Und ich sage ganz klar, das liegt an der Persönlichkeit. Ja? Wenn Sie schon mal von Ihrer Grundtendenz eher Persönlichkeit B sind, ja, dann kann es kritisch werden, wenn Sie nicht stark genug in die Reflexion gehen. Ja, wenn Sie vom Ursprung eher Persönlichkeit A sind, dann kann es durchaus sehr förderlich sein und sehr gut. Ist die Frage so beantwortet? Ich frage Sie gerne noch nach. Fragen Sie gerne noch nach. War lieb für mich. Es reicht für Sie. Ja, wenn Sie vielleicht doch noch Anmerkungen, Anregungen, Kommentare haben, nutzen Sie bitte auch gern den Chat nebenbei. Nicht jeder ist
hocherfreut, irgendwie in den Fokus der Aufmerksamkeit zu gelangen über eine Wortmeldung. Also nutzen Sie gerne auch den Chat. Ja. Frau Kuhnke, ich denke, an dieser Stelle erlaube ich mir mal ein kleines Schlusswort. Fragen haben Sie nicht offen gelassen, aber offensichtlich sehr viele nachdenkliche Menschen. Mhm. Oh, hier ist doch noch was. Ha, im Chat gekommen. Wo kann man einen PLL-Test machen? Ja, LPP ist das. LPP. Link Personality Profiler, LPP. Und da brauchen Sie einen Coach, der dafür zertifiziert ist. Vor Ihnen steht einer, also kommen Sie da gerne auf mich zu. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder auf meine Homepage gehen, da finden Sie auch ganz viele Anregungen auch zum Thema Link Personality Profiler. Es ist so, dass Sie dort, wenn Sie Interesse haben, einen Link von mir bekommen. Dann beantworten Sie circa in 30, 40 Minuten die Fragen. Und dann bekommen sowohl Sie als auch ich den Bericht, Ihren Persönlichkeitsbericht. Und dann verabreden wir uns telefonisch, um erstmal die Struktur gemeinsam zu besprechen und zu schauen, es ist natürlich auch mit Balken und vielen Informationen gespickt, dass Sie dann eine gute Anleitung haben, um mit dem LPP, mit den 36 Seiten auch gut zu arbeiten. Und dann verabreden wir uns zu einem ersten Coaching-Termin, wo wir Ihren Bericht anschauen, wo wir schauen, welches Thema bringen Sie mit. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte gerne sehen, wo ich meine Stärken als Führungspersönlichkeit habe oder auch meine Schwächen. Oder wenn Sie sagen, oh, mir schwebt eine Führungsposition vor, aber ich weiß gar nicht, ob das so das Richtige für mich ist. Also da gibt es so verschiedene Frageansätze. Und dann lesen wir beide quasi Ihren LPP in Ruhe durch und schauen, woran können Sie arbeiten und ist es nachher eher anstrengend für Sie oder auch eher leichter, in die Führungsrolle zu kommen. Also Sie dürfen mich jederzeit, das kann ich an dieser Stelle nur sagen, anrufen, fragen. Es gibt immer ein Informationsgespräch und ich bin gerne für Sie da. Nutzen Sie dafür aber bitte die E-Mail mail@alexa-kuhnke.de. Es kommt auch nochmal in das Handout, dass Sie das dann auch dort nochmal von mir haben. Ich bin immer besser über E-Mail als übers Handy zu erreichen, wenn ich selber im Coaching-Termin bin. Und da können wir uns gerne verabreden und beschnacken da mal Ihren Bedarf und ob es auch Sinn macht, den LPP zu machen. Ne? Also empfehle es nicht auf Biegen und Brechen, also nur wenn es Sinn macht, sonst nicht. Ja? Frau Kuhnke, hier ist noch eine Frage aufgetaucht. Da bin ich mal gespannt auf Ihre Antwort. Wie förderlich ist es, ein Visionär zu sein? Ah, sehr schön. Sehr gute Frage, finde ich. Also die gefällt mir. Ein Visionär. Ja, in meinen Augen ist es total gut, ein Visionär zu sein, wenn ich als Führungskraft arbeite. Weil dadurch bin ich ja immer schon einen Schritt auch voraus von meinen Träumen. Wichtig ist natürlich, dass ich zwischendurch immer mal wieder zwei dicke, schöne Steine auch an die Füße binde und immer zwischendurch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkomme und schaue, wie kann ich meine Visionen mit der Realität verknüpfen. Und da gibt es auch sehr schöne Coaching-Übungen. Ich verrate Ihnen an dieser Stelle eine. Wenn Sie visionär sind, dann nehmen Sie sich Zeit, stellen Sie sich in Ihrem Handy mal ja, so 20 Minuten Stille ein, dass Sie einen Gong haben, legen Sie sich entspannt in die Natur, schließen die Augen und spinnen mal ganz konkret, ja, als Visionär, wo möchte ich sein in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 15 Jahren und lassen Sie dann einfach mal die Gedanken kommen. Und wenn Sie die Augen öffnen, dann nehmen Sie einen Stift und ein Papier und schreiben alles ungefiltert auf und gucken, welche Gedanken da so bei Ihnen aufgekommen sind. Und dann ist der nächste Schritt, kritisch auf Ihre Seite zu schauen und zu gucken, wie ist das mit der Realität umsetzbar. Also es ist immer toll, in der Kombination wieder mit den beiden Beinen fest am Boden, so wollte ich sagen. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Also Visionen schaden nicht, sind nicht hinderlich. Nein. Das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Ja, mit Blick auf die Uhr, Ihnen nochmals vielen lieben Dank. Ja, auch für die Termintreue, Frau Kuhnke. Das war ganz, ganz hervorragend. Nichtsdestotrotz, wenn noch Fragen aufgetaucht sind, dann stehen wir Ihnen natürlich noch zur Verfügung. Vielleicht, Frau Kuhnke, wenn ich Sie einladen darf, in den Chat einmal Ihre E-Mail-Adresse zu schreiben, wenn das möglich ist, falls es ganz eilige gibt, die es gar nicht erwarten können, mit Ihnen in den Kontakt zu treten. Und währenddessen lese ich mir hier die letzte Frage. Oh, ja. Da kommt noch eine knifflige Frage auf Sie zu. Ja. Ich habe jetzt einfach nur meine Kontaktdaten reingeschrieben. Sie sehen es gleich. Genau, da haben Sie es. Wunderbar. Dann bin ich wieder bei Ihnen. Super. Also letzte Frage, die jetzt hier noch so aufgetaucht ist. Muss ich als Führungskraft eben auch das Alter meines Gegenüber beachten? Wie ist damit umzugehen? Habe ich es richtig verstanden? Das Alter meines Gegenübers? So habe ich die Frage verstanden. Herr Küster, nicken Sie, wenn ich das richtig vorgelesen habe. Ganz richtig, absolut richtig. Wir haben ja mittlerweile so einen Generationsmix in den Unternehmen. Und es ist wirklich eine Herausforderung für jede Führungskraft, für jede Führungspersönlichkeit, den Generationen entsprechend zu führen. Es hat sich einfach unglaublich viel ja in den Generationen verändert. Ne? Also wenn wir mal schauen, wir haben auf der einen Seite ja die etwas älteren Kollegen im Team, die sind noch sehr viel autoritärer ja groß geworden, in Anführungsstrichen. Ja, wenn wir jetzt heute die jungen Azubis anschauen, ne, da haben wir eine ganz, ganz andere Ebene, auch so vom Arbeitsdenken, vom Arbeitsverhalten. Und an dieser Stelle sage ich ganz bewusst nicht, das eine ist besser und das andere ist schlechter, weil wenn wir ein Team haben mit einem vernünftigen Generationsmix, dann haben wir etwas ganz, ganz Wertvolles, weil jede Generation ja auch seine Stärken hat. Und natürlich muss sich eine ältere Führungskraft, die aus einer anderen Zeit kommt, anders führen als eine jüngere. Das ist dann wirklich so nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf. Ja. Konkretes Beispiel, Herr Küster, und zwar, wenn wir jetzt nur mal allein ans Loben denken, ne? Wenn wir jetzt die eher älteren Kollegen im Team loben, dann kriegen wir ganz häufig zu hören, ach, ist doch selbstverständlich. Haben Sie bestimmt schon gehört, ja? Sowohl von den Männern als auch von den Frauen. Ne? Ach, wieso, ist doch nicht der Rede wert. Ja? Da ist allein schon, wenn wir nur mal das Thema Loben nehmen, ja, ein ganz anderes Verständnis. Ja, die freuen sich wie Wolle, ja, aber sie nehmen es anders an, ja. Die jüngeren Generationen, die baden teilweise im Lob, ja. Und da müssen wir auch immer gucken, dass wir da nicht zu viel loben und bei den anderen nicht zu wenig, weil es oftmals so ein bisschen abgeschmettert wird auch, ne? Also ich möchte es aber nicht zu sehr pauschalisieren, weil natürlich auch jede Generation wieder unterschiedliche Persönlichkeiten hat, ne? Also deswegen sind diese Inselgespräche so wichtig. Ja? Also wenn wir jetzt nur mal allein, Herr Küster, wir beide sind jetzt im Vier-Augen-Gespräch, also im Inselgespräch, dann frage ich Sie, was motiviert Sie, bei uns zu arbeiten? Ja? Wenn Sie jetzt mein Mitarbeiter wären, dann frage ich Sie auch, was motiviert Sie in Ihrem Alltag überhaupt in unserem Unternehmen? Und ich frage Sie aber auch, was demotiviert Sie, was frustriert Sie hier? Ja, was kann ich auch als Führungskraft anders machen oder auch besser machen? Was brauchen Sie von mir an Unterstützung? Und so kann ich mit jedem Mitarbeiter individuell mir ja auch, ja, Strategie ist immer so doof, meinen Fahrplan entwickeln. Ne? Und häufig passt es, weil es einfach von der Unternehmenskultur passt, aber manchmal muss ich da auch Unterschiede machen.